Du Greta! Was ist? Ich brauche mal deine Hilfe. Wobei? Wir haben in der Schule so ein Projekt, da lernen wir Videos zu filmen und zu schneiden. Und wir sollen jetzt selber so ein Video erstellen. Okay, das hört sich spannend an. Und wie kann ich dir dabei helfen? Weißt du etwa nicht, was du filmen sollst? Ich weiß schon, was ich gerne filmen würde, allerdings brauche ich dafür eine zweite Person. Was willst du denn filmen? Ich würde gerne ein braves versus freches Kindervideo drehen. Echt? Ja, wie findest du die Idee? Super, aber wenn ich dir dabei schon helfen soll, dann will ich das brave Kind sein und du das freche. Ja, okay, einverstanden. Wer soll das denn filmen? Wir filmen uns gegenseitig, aber für manche Szenen brauchen wir Mama oder Papa. Die frage ich gleich. Okay, alles klar. Du, Mama? Ja? Kannst du mir bei einem Videoprojekt für die Schule helfen? Ja klar, was soll ich machen? Du müsstest für ein Video ein bisschen schauspielern. Würdest du das machen? Na klar, wenn du mir vorher sagst, was ich machen soll. Ja, das mache ich. Okay, Greta, bist du soweit? Ja. Dann los, ich gehe in dein Zimmer und filme von dort. Okay. Als erstes mache ich meine Hausaufgaben. Was haben wir denn auf? Ach ja, Mathe und Deutsch. Dann fange ich gleich an und bin ganz schnell fertig. Und dann kann ich draußen spielen. Machst du deine Hausaufgaben? Ja, Mama. Sehr gut. Und Cut. Und? Das war voll gut. Ich bin schon aufs Endergebnis gespannt. Wenn ihr mich nochmal braucht, sagt mir Bescheid. Machen wir. Jetzt bist du dran. Genau. Am nächsten Tag. Das ist voll gut geworden. Kann ich es mir anschauen? Ja, ich bin gleich fertig mit dem Schneiden. So, jetzt bin ich soweit. Als erstes mache ich meine Hausaufgaben. Was haben wir denn auf? Ach ja, Mathe. Und Deutsch. Dann fange ich gleich an und bin ganz schnell fertig. Und dann kann ich draußen spielen. Machst du deine Hausaufgaben? Ja, Mama. Sehr gut. Boah, Hausaufgaben habe ich jetzt gar keine Lust. Ich chille jetzt erstmal. Eine Stunde später. Hey Mila, was machst du? Hast du Lust rauszugehen? Hast du deine Hausaufgaben schon fertig? Die mache ich später. Okay, alles klar, dann treffen wir uns in einer halben Stunde beim Spielplatz. Ja, super, bis gleich. Bis gleich. Später am Abend. Was wollen die in der Klassengruppe denn schon wieder? Ach Mist, die Hausaufgaben, die habe ich ja total vergessen. Ach egal, jetzt bin ich zu müde. Ich schreibe sie morgen bei jemandem ab, das wird schon funktionieren. Es ist Schlafenszeit, Greta. Ja, Mami, ich bin schon bettfertig. Zähne habe ich auch schon geputzt. Und ist der Ranzen auch schon gepackt? Ja, der ist auch schon fertig. Ich lese noch eine Kleinigkeit und dann gehe ich schlafen. Prima, dann schlaf schön. Danke, Mama. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlafenszeit. Echt, jetzt schon? Es ist doch noch voll früh. Nein, ist es nicht. Du musst jetzt ins Bett. Also ab ins Bad und Bett fertig machen. Ja, mache ich gleich. 5 Minuten später. Am nächsten Morgen. Fühle mich topfit und bereit für den Tag. Boah, nee, jetzt doch noch nicht. Ich will noch weiter schlafen. Ich bin noch viel zu müde. Geh auch, so dummer Wecker. Du sollst jetzt noch nicht klingeln. Das ist noch viel zu früh. Und warum scheint die Sonne mir direkt ins Gesicht? Kann die mal jemand ausschalten? So kann ich doch nicht schlafen. Das ist echt lustig. Irgendwie habe ich Hunger. Mal gucken, was ich für einen kleinen Snack finden kann. Ja, das ist gut. Eine Banane. Und dazu esse ich noch einen Joghurt mit Haferflocken. Lecker. Ich habe voll Hunger. Mal gucken, was wir so im Kühlschrank finden. Oh, lecker. Schokoeis. Und dazu Chips. Ja, das nenne ich mal ein Snack. Huch, jetzt ist mir Schokolade aufs Sofa gefallen. Ach, die räume ich später weg. Die Mischung Chips und Schokoeis ist einfach bombastisch. Oh, alle. Wer hat das denn hier liegen gelassen? Das kommt doch in den Müll und die ganzen Krümel erst. So sieht es doch schon viel besser aus. Greta, könntest du mit Bello bitte Gassi gehen? Ich schaffe es jetzt nicht und er muss dringend mal raus und eine große Runde laufen.
Oh ja, es ist wirklich sehr dringend und meine Beine muss ich auch mal vertreten. Na klar, mach ich gern. Super, danke dir. Anna, könntest du bitte mit Bello Gassi gehen? Ich schaffe es jetzt nicht und er muss dringend mal raus und eine große Runde laufen. Muss das sein? Ich habe jetzt gar keine Lust. Ich sitze hier gerade so schön. Ja, das muss jetzt sein. Er muss vor die Tür. Oh ja, ich muss wirklich dringend Pipi und meine Beine vertreten. Ja, mach ich gleich. Nein, nicht gleich. Er muss jetzt sofort raus. Er muss auch mal sein Geschäft erledigen und das möchte ich nicht hier im Haus haben. Ja. So, jetzt kannst du schnell hier dein Geschäft erledigen, weil zum Gassi gehen habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Ich muss meiner Freundin dringend was schreiben. Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Guck doch nicht so, das ist wirklich eine Ausnahme heute. Na toll. Na, liest du schön? Ja, das Buch, das du mir gekauft hast. Das ist richtig spannend. Das freut mich. Ich kann gar nicht aufhören, darin zu lesen. Ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Anna, wie weit bist du denn mit deinem Buch, das ich dir vor einem Monat gekauft habe? Noch nicht so ganz weit, aber ich werde gleich mal ein paar Seiten lesen. Okay. Und gefällt dir das Buch? Was? Wie findest du das Buch? Ach so, das Buch. Ja, richtig spannend. Prima. Versteckst du etwa ein Handy hinter dem Buch? Also wirklich, das ist wirklich eine Frechheit. Das Handy gibst du mir jetzt und hast ein paar Tage Handy frei. Und kannst mal über alles nachdenken. Das ist voll gut geworden. Danke, ich hoffe, den anderen in der Schule gefällt es auch. Bestimmt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Tschüss!